Eine Frage von Sergei Konstantinov. In Ihrer Rubrik Fragen und Antworten bekräftigen Sie die Theorie, dass die Gründung eines Kalifats sich über das Territorium der europäischen Länder erstreckt und beziehen sich dabei auf die Arbeiten des inneren Prädiktors von Russland. In den Schriften über den langfristigen Plan des koranischen Islams ist aber nur von den Ländern die Rede, wo der Koran bereits eine traditionelle Religion darstellt. Und die europäischen Länder kann man kaum zu den Ländern zählen, zu deren Tradition der Islam gehört. Und auch Russland, das viele Konfessionen beinhaltet, kann nicht dazu gezählt werden. Liegt bei Ihren Überlegungen ein Fehler vor oder ist das Missverständnis auf meiner Seite? Ja, es gibt hier ein Missverständnis. Zu dem, was ich gleich sagen werde, empfehle ich die analytische Arbeit des inneren Prädiktors von Russland aus dem Jahre 2005, wo es um die Ereignisse in Frankreich im selben Jahr 2005 geht, als in Frankreich so ein Chaos ausbrach. Diese analytische Arbeit wird Ihnen eine gute Einführung und ein Verständnis für das Entstehen eines europäisch-islamischen Kalifates geben. Also, worum geht es? Und wie gesagt, ich kann das hier nicht so ausführlich und detailliert darlegen. Für ein besseres Verständnis empfehle ich die erwähnte Arbeit. Sie ist im Internet frei verfügbar. Gut, worum geht es? Der globale Prädiktor bzw. die globale Elite hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Prozesse auf der Welt unter seinen Einfluss zu bringen und die Globalisierung nach seinen Bedingungen zu gestalten. Und die Globalisierung, das ist eine Zentralisierung der Steuerung von der ganzen Produktion auf der Welt. Das ist ein objektiver Prozess. Aber man kann ihn in bestimmten Rahmen gestalten und lenken. Und diese Gestaltung wurde bereits in der Bibel formuliert. Und der Koran ist in gewisser Weise der Bibel entgegengesetzt. Ich meine hier vor allem zwei bestimmte Themen. Das erste ist, der Koran beinhaltet keine fertige Soziologie zur Führung einer Gesellschaft. Dort sind nur ganz allgemeine Parameter darüber aufgestellt, wie eine Gesellschaft aussehen müsste. Die konkrete Umsetzung wird vor Ort bestimmt. Und das Zweite ist, dort fehlt das Prinzip der Globalisierung, welcher im ausreichenden Maße und anwendbar in der Bibel beschrieben wurde. In der Bibel werden also diese Themen behandelt und im Koran nur ansatzweise. Im Koran wird es den einzelnen Gesellschaften überlassen, wie sie ihre Gesellschaft gestalten und wie sie sich zur Globalisierung verhalten. Und die Abwesenheit dieser beiden Themen im Koran führte dazu, dass sich das tatsächliche Leben der Gläubigen von dem Koran entfernen konnte. Hinzu kommt noch, dass der Koran selbst auf eine Weise geschrieben wurde, dass ihn die normalen Menschen kaum verstehen können. Die Schriften werden dort nicht chronologisch dargeboten, sondern nach ihrer Länge. Das Längste zuerst. Das führt dazu, dass sie eine Art Puzzle vor sich haben. Zum Beispiel der Anfang ist in der Mitte, das Ende am Anfang und sie können das Gesamtbild nicht sehen. Um das Gesamtbild zu sehen, muss man die Sachen ja in chronologischer Reihenfolge lesen. Aber der Koran ist in kaleidoskopischer Form. Und hinzu kommt noch, dass der Koran zu einem Heiligtum an sich gemacht wird und nicht zu einem Buch zum Lesen. Wirklich lesen können ihn nur wenige gebildete Leute, die Mullahs oder ein paar Imame, die für die anderen dadurch zu Heiligen werden. So entsteht eine Aufspaltung in Heilige und Herde. Das ist nicht richtig. Dazu muss man noch beachten, dass der Koran nach dem Tod des Propheten aufgeschrieben wurde. Und was wurde aufgeschrieben? Wenn wir da an Jesus denken, Michail Bulgakov hat es zum Beispiel in seinem Buch Der Meister und Margarita behandelt. Da gab es eine Szene, wo Pontius Pilatus Jesus vorwirft, den Staat zerstören zu wollen. Und Jesus antwortete, nein, das stimmt nicht. Darauf Pilatus, natürlich stimmt das, dein Jünger hat's doch aufgeschrieben. Und Jesus antwortete, ja, da ist einer, der mir immer folgt und immer zu schreibt. Ich habe mal einen Blick darauf geworfen. Und was da drin stand, habe ich nicht gesagt. Ich habe ihm gesagt, er soll das zerreißen. Aber er hat es mir weggenommen und ist damit weggelaufen. Und auch in den Koran wurden im gewissen Maße solche persönlichen Verzerrungen hineingebracht. Aber das Wichtigste ist eben die Abwesenheit der fertigen Soziologie und der Gestaltung der Globalisierung. Das führte dazu, dass der Koran von der Gesellschaft in gewisser Weise abgeschnitten wurde, so dass der ganze Islam, den wir heute haben, kein koranischer Islam ist, sondern ein historischer Islam, der sich aufgrund von verschiedenen nationalen und regionalen Werten und Traditionen entwickelt hat, die es dort schon vor dem Islam gab. Deswegen haben wir ja so viele Ausprägungen des Islams. Es gibt nicht nur die Sunniten und Schiiten, das sind nur ganz allgemeine Bezeichnungen. In Wirklichkeit gibt es viel mehr Ausprägungen. Und jede islamische Gesellschaft führte nicht nur die Scharia ein, sondern auch den Adat, das Gewohnheitsrecht,
welches in vielen Aspekten mit dem ursprünglichen Islam nichts zu tun hat. Und trotzdem wird das alles zum Islam gerechnet. Also, die globale Elite bzw. der globale Prädiktor, der sich die Aufgabe gestellt hat, alle Prozesse auf der Welt zu kontrollieren, musste die Völker und Länder in einem Zustand halten, wo sie nicht in die Lage kommen und nicht so eine Macht bekommen, wo sie die globale Politik des globalen Prädiktors stören oder ihm sogar gefährlich werden könnten. Und das heißt, die Länder mussten von ihrer Souveränität, die innere und äußere Politik betreffend, abgehalten werden. Alle Länder mussten unter der Kontrolle des globalen Prädiktors stehen. Aber um das zu erreichen, brauchte man ein Werkzeug. Und zu diesem Werkzeug wurde Europa. Europa hatte einen relativ hohen Informationsstandard, das heißt Bildungsstandard, Wissenschaftsstandard und technisch-militärischer Standard. Das ermöglichte es, den winzigen europäischen Staaten zu kolonialen Mächten zu werden. Sie sind in andere Länder einmarschiert und haben dort mit ihrer Macht alle erdrückt. Auf diese Weise haben die europäischen Länder noch mehr Wissen und Erfahrung erlangt. Und Wissen ist Macht. Denn je mehr Wissen ein Mensch hat, desto mehr alternative Handlungsmöglichkeiten eröffnen sich ihm. Und nun sieht sich der globale Prädiktor mit der Situation konfrontiert, dass die europäischen Länder inklusive Amerika ihm zur Konkurrenz werden bei der Durchführung der globalen Politik. Es ist also der Fall eingetreten, wo bestimmte Landeseliten bei der Durchführung ihrer Außenpolitik sich in die Angelegenheiten der globalen Politik einmischen. Denn die globale Politik teilt die Länder unter anderem in verschiedene Bereiche auf, so wie es verschiedene Zimmer in einer Wohnung gibt. Wo wird das Schlafzimmer sein? Wo wird die Küche sein? Wo der Flur? Wo die Rumpelkammer? Und wo sogar der Mülleimer. Und so werden auch die Länder in der globalen Politik eingeteilt. Und wenn ein Land mit seiner Zuteilung nicht einverstanden ist und dessen Landeselite über nötiges Wissen verfügt, die gesellschaftlichen Prozesse auf globaler Ebene zu steuern, dann hat der globale Prädiktor einen Konkurrenten, was wir jetzt in Bezug auf Amerika beobachten. Wenn sich die amerikanische Politik immer im Konflikt mit der Politik der globalen Elite befindet. Die globale Elite will den amerikanischen Lebensstandard eindämmen, sonst wird der Planet einfach ausgelutscht. Das heißt, der amerikanische Way of Life muss verschwinden und die Pax Americana muss zusammenbrechen. Aber die amerikanische Landeselite ist daran interessiert, weiterhin der Weltgendarm zu sein und denkt, wenn sie alle zerbomben, dann können sie es weiterhin sein. Daher haben wir den Konflikt. Und nun fragt sich die globale Elite, wie sie diese wild gewordene Gefahr eindämmen können. Ganz einfach. Sie wollen die ganzen Völker und Länder so umformatieren und umkrempeln, dass sich ganz neue Kulturen mit neuen Normen und Werten, mit ganz neuen Landesgrenzen und mit einem anderen Bildungsstandard ergeben. Das wurde bereits einmal an Syrien ausgearbeitet. Der erste Versuch, so etwas zu machen, das war das Osmanische Reich. Als im 12. Jahrhundert deutlich wurde, dass der technisch-wissenschaftliche Fortschritt nicht aufzuhalten sei und man es unter Kontrolle bringen muss. Da hat man festgestellt, dass man es durch die Verdrehung des Korans versuchen kann. Also wurde mit dem Bau des Osmanischen Imperiums begonnen. Ihren Höhepunkt erreichte es im 17. Jahrhundert, dann begann es zusammenzubrechen, aber dennoch, sie standen bereits vor Wien. Und nun zurück zu Amerika. Bei uns gibt es so ein Buch mit dem Titel »Der Garten wächst nicht von allein«. Da geht es darum, wie die amerikanische Gesellschaft gebildet wurde. Und nun will man diese Methode und die in der Praxis gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen auch auf Europa anwenden. Das heißt, nach Europa werden massenweise Menschen zugeführt, die aus ganz anderen Kulturen stammen und ganz andere Sprachen sprechen, welche Europa umkrempeln sollen. Und damit die Europäer keine Möglichkeit haben, sich zu wehren, wurden bei ihnen zwei Sachen eingeführt. Das ist die politische Korrektheit und der Multikulturalismus. Auf diese Weise können die Neuankömmlinge ihre Rechte einfordern und die Europäer müssen sich an sie anpassen, an ihre Gewohnheiten. Wissen Sie noch, als Erdogan noch Premierminister war, da fragte er Merkel, warum denn die türkischen Kinder nicht auf Türkisch, sondern auf Deutsch unterrichtet werden. Sie sollten auf Türkisch unterrichtet werden und wenn die deutschen Kinder sie nicht verstehen, dann müssen sie eben Türkisch lernen. Das ist Multikulturalismus. Da hat der Erdogan die richtige Schlussfolgerung gezogen. Und nach diesem Prinzip wird der Multikulturalismus selbst eliminiert. Wie sollte also das islamische Kalifat in Europa entstehen? Es wird eine große Menge an Menschen aus ganz anderen Kulturen mit ganz anderen Sprachen hineingebracht, welche aber eines vereint, der Islam. Dabei
Dabei ist es egal, welche Ausprägung dieser Islam hat. Sunniten, Schiiten aus Afrika, aus dem Nahen Osten, das ist unwichtig. Denn auf der einen Seite wird dann der Islam stehen und auf der anderen Seite das Christentum. Auch hier ist es egal, ob man evangelisch oder katholisch ist. Das alles wird zusammengestoßen. Es entstehen Unruhen und Kämpfe, infolge derer die Nationalstaaten zusammenbrechen, alles umgebaut und umgewälzt wird, es entstehen neue Völker, neue Staaten, neue Kulturen. Und beginnen soll es mit der Zersetzung der Nationalstaaten. Das heißt, mit der Massenmigration kommen auch die IS-Kämpfer hinein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnen sie den Krieg, überall fließt Blut, überall ist Chaos. Und wenn die Nationalstaaten sich als völlig machtlos herausstellen, dann kommt das Land zu Hilfe, das bereits in Syrien für Ordnung gesorgt haben müsste, wenn nicht die Russen gewesen wären. Der Iran. Der wäre von China unterstützt worden. Der Iran sollte also eine islamische Ordnung einrichten. Und die ursprünglichen europäischen Staaten sollten dabei total unformatiert werden. Mit der ursprünglichen europäischen Bevölkerung soll dasselbe passieren wie mit der ursprünglichen amerikanischen. Von ihr soll im Prinzip nichts übrig bleiben. Aber jetzt, im Moment, unter jetzigen Bedingungen, ist der Aufbau des europäischen Kalifates für die globale Elite ungünstig. Seit der Einmischung von Russland sieht die Situation anders aus. Russland sollte eigentlich zerstört sein. Mit diesem Ziel hat man es während der Perestroika zerfallen lassen und die ganzen Reformen durchgeführt. Und erst nach dem Zerfall Russlands wollte man sich die Umformatierung von Europa vornehmen. Aber Russland ist hier vom Haken gesprungen und hat die Perestroika und die Reformen überlebt, stellt die Staatlichkeit allmählich wieder her und hat angefangen, eine von der globalen Elite unabhängige Politik zu betreiben, die durch Putin verkörpert wird. Das heißt, die globale Elite kann den Umbau von Europa nicht mehr so kontrolliert ablaufen lassen wie ursprünglich geplant. Aber die ganzen Mechanismen wurden bereits gestartet. Der Stein wurde ins Rollen gebracht. Die USA haben mit dem Prozess begonnen und den IS bzw. Al-Qaida geschaffen und die Flüchtlinge verursacht. Dafür war das ja alles. Diese Prozesse sind ja träge, die kann man nicht einfach so stoppen. Hinzu kommt auch noch, dass die amerikanische Landeselite diesen Prozess unterstützt. Also läuft der Umbau von Europa weiter. Und wie das mit Europa weitergeht, das hängt entscheidend von den europäischen Landeseliten ab. Wenn die europäische Elite entscheidet, sich den Amerikanern zu ergeben, dann ist Europa nicht mehr zu retten. Auch für Russland wird es dann sehr schwer sein, bestehen zu bleiben. Aber wir können es schaffen. Doch aus Europa wird ein islamisches Kalifat. Frankreich, Deutschland, Tschechien und so weiter, sie verschwinden einfach. Weil durch diese neuen Völker in Europa werden neue Staaten entstehen. Und durch Vermischung werden neue Völker entstehen. Die ursprünglichen Völker wird es nicht mehr geben. Russland kann diesen Terrorismus stoppen. Das gab es schon einmal in der Geschichte. Und wenn die europäische Elite überleben möchte, dann bitte, die Tür von Putin steht weit offen. Geht hin und verhandelt. Er versteht, worum es geht. Versucht aber nicht mit den Clans, die sich in Russland eingerichtet haben, zu verhandeln. Die verstehen genauso wenig, wie solche globalen Prozesse umgelenkt werden können wie ihr selbst. Und die Bildung des europäisch-islamischen Kalifats hängt überhaupt nicht von einem bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung ab. Dazu braucht man nicht viel. Eine Gesellschaft befindet sich immer in der Dynamik, die man in die eine oder in die andere Richtung fördern und lenken kann, was auch immer gemacht wird. Viele bekannte Analytiker beschäftigen sich lediglich mit dem Ist-Zustand und fragen sich überhaupt nicht, wie ein Zustand in einen anderen überführt werden kann, wie er benutzt und ausgenutzt werden kann und welches Potenzial bzw. Gefahr ein bestimmter Zustand tragen kann. Also nicht einfach nur beschreiben, wie ein aktueller Prozess abläuft, sondern auch die Möglichkeiten aufzeigen, wie dieser Prozess von anderen missbraucht werden kann bzw. wie man ihn selbst entschärfen kann. Und das sind viel komplexere Fragestellungen. Man muss sich mit einem viel umfangreicheren Informationsfeld beschäftigen. Auf viele Fragen können unsere Staatsorgane überhaupt nicht antworten und angemessen reagieren, weil die Transformation der Gesellschaft außerhalb ihrer Kompetenz stattfindet. Das also in Kürze zum europäischen Kalifat. Bei den Arbeiten des internen Prädiktors wird alles ausführlicher beschrieben und besonders würde ich die Analyse über die Vorgänge in Frankreich im Jahre 2005 empfehlen.